Bayern zur Schule gegangen und hatte dort auch immer wieder Referendarinnen und Referendare als Lehrkräfte. An eine Unterrichtsstunde kann ich mich noch besonders gut erinnern. Unser damaliger Musiklehrer kam auf uns zu und meinte, nächste Woche kommt ein Prüfer zu uns in den Unterricht. Er sagte, dann gilt es, diese Stunde sei unglaublich wichtig für seinen Abschluss, dass er später als Lehrkraft arbeiten und verbeamtet werden könnte. Es sei wahnsinnig wichtig, dass in dieser Stunde alles gut hinhaut, dass wir mit dem Programm vorwärts kommen. Deshalb müssten wir uns alle sofort melden, wenn er eine Frage hat, damit wir den Stoff bearbeiten können, den er sich vorgenommen hat. Er hat uns sogar dann einen detaillierten Stundenentwurf mit den Zeiten im 5-Minuten-Takt auf dem Tageslichtprojektor vorgeführt und uns inständig um Hilfe gebeten. Er meinte, bitte in dieser Stunde kein Geschwätz, keine blöden Kommentare, alle mitmachen, damit wir diese Zeiten einhalten können. Und er erzählte uns, dass er in dieser Stunde ein Lied mit uns einstudieren möchte, das wir dann vorsingen sollen. Damit wir dann aber gut vorbereitet sind und alles auch wirklich klappt, würde er das heute schon mal mit uns einstudieren. Natürlich haben wir bei diesem Theater alle dann ganz brav mitgespielt. Wir haben die Unterrichtsstunde so aufgeführt, wie wir sie einstudiert haben und am Ende ging alles gut. Unser Musiklehrer befand sich in einem Modus, den der Erziehungswissenschaftler Eduardo Plincenio als Leistungszone bezeichnet. Wer sich in die Leistungszone begibt, der möchte bzw. muss sich unter Beweis stellen, mit Bestleistungen glänzen und möglichst keinen einzigen Fehler machen. Das heißt, in der Leistungszone liefern wir ab, wir zeigen, was in uns steckt, aber wir lernen nicht wirklich etwas dazu. Demgegenüber steht die Lernzone. In der Lernzone fokussieren wir uns ganz darauf, uns zu verbessern. Wir schauen, was wir noch nicht so gut können und welche Kompetenzen wir erwerben müssen, um weiterzukommen. Dann trainieren wir ganz bewusst und heißen dabei Fehler als Teil des Lernprozesses willkommen. Feedback von außen nehmen wir als Möglichkeit wahr, um weiterzukommen und nicht als Bewertung. In der Schule befinden sich Schülerinnen und Schüler immer wieder in beiden Zonen. Bei Referaten, bei Tests, beim Vorsingen, Vorturnen geht es ihnen darum, Bestleistungen abzurufen und möglichst keine Fehler zu machen. In anderen Momenten steht das Lernen im Vordergrund, indem neue Fähigkeiten trainiert werden, indem man experimentiert, beobachtet, erforscht und reflektiert. Echtes Wachstum, Weiterentwicklung, das Lernen, all das findet in der Lernzone statt. Deshalb sollte es uns ein Anliegen sein, dass sich die Kinder und Jugendlichen möglichst häufig in dieser Zone aufhalten. Auch wenn das von der Lehrkraft nicht so intendiert ist, viele Schülerinnen und Schüler fühlen sich im Unterrichtsalltag zu häufig in der Leistungszone gefangen. Sie überlegen beispielsweise, bevor sie sich melden, ob sie ganz sicher sein können, dass die Antwort, die sie geben möchten, richtig ist. Zum Glück gibt es aber eine ganze Reihe von Dingen, die wir tun können, um die Möglichkeit zum Lernen auszudehnen. Dazu ist es hilfreich, wenn wir vor allem in Übungssituationen das soziale Risiko minimieren. Was heißt das? Anstatt die Kinder und Jugendlichen beispielsweise ein Referat vorbereiten zu lassen, das sie dann vor der Klasse halten, könnte man einen Teilaspekt gestuft bewusst trainieren, beispielsweise das freie Sprechen. Sie finden eine Checkliste mit verschiedenen Teilfertigkeiten und dem Aufbau derselbigen aus unserem Buch Clever Lernen übrigens in der Infobox. Am Anfang können die Schülerinnen und Schüler beispielsweise Stichwortkarten zu ihrem Thema erstellen und sich mit der Banknachbarin an den Tisch setzen und versuchen, die Inhalte einzelner Stichwortkarten im freien, ruhigen, lockeren Gespräch einander näher zu bringen. In einem zweiten Schritt können sich die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen zusammenschließen und kurze Abschnitte aus ihrem Vortrag im Stehen den anderen präsentieren, wobei sie selbst entscheiden, zu welchen Punkten sie von wem aus der Gruppe Feedback haben möchten. Insbesondere für die schüchternen und ängstlichen Schülerinnen und Schüler ist es schwierig, das freie Sprechen zu trainieren und sich dort zu verbessern in einer Situation, in der ihre Leistung bewertet wird. Gibt man ihnen nach einem benoteten Referat Feedback, verunsichert sie das oft noch stärker und es fällt ihnen sehr schwer, diese Verbesserungsvorschläge beim nächsten Mal umzusetzen.
Sie bräuchten einen geschützteren Rahmen, in dem Sie kurze Sequenzen üben dürfen, rasch wohlwollendes Feedback erhalten, das Sie dann auch direkt umsetzen können. Wichtig! Bei der Lernzone geht es nicht um Kuschelpädagogik, denn überall auf der Welt nutzen Spitzensportlerinnen, Ausnahmemusiker und Expertinnen, Experten auf ihrem Feld die Prinzipien der Lernzone, um dann, wenn es wirklich darauf ankommt, Bestleistungen abzurufen. Dazu fragen Sie sich, welche Fähigkeiten möchte ich mir aneignen? Aus welchen Teilfertigkeiten besteht diese Kompetenz? Was davon gelingt mir noch nicht so gut und wo unterlaufen mir besonders viele Fehler? Und wie kann ich ganz bewusst trainieren, um mich in diesen Bereichen zu verbessern? Schauen wir uns dazu ein Beispiel aus der Musik an. Eine Schülerin möchte sich ein anspruchsvolles Stück auf der Geige aneignen. Jetzt könnte sie, wie das ganz viele Jugendliche tun, das Stück einfach mehrmals durchspielen und dabei immer wieder über dieselben schwierigen Stellen stolpern. Sie könnte sich aber das Stück auch ganz in Ruhe anschauen, eine schwierige Stelle aus dem Stück herausnehmen, diese genau analysieren, im Kopf durchgehen, in Zeitlupe üben, dann irgendwann bewusst spielen und ganz genau hinhören. Vielleicht nimmt sie sich im Anschluss daran auch auf Video auf und schaut für sich, was gelingt mir bereits gut und was muss ich mir nochmal im Detail anschauen. Oder sie holt sich Feedback von einer Kollegin oder ihrem Lehrer ein. Oder nehmen wir das Fach Deutsch. Viele Lehrerinnen und Lehrer vermitteln den Lernenden, aus welchen Bestandteilen sich eine Erörterung zusammensetzt. Dann lassen Sie die Kinder und Jugendlichen eine Reihe von Erörterungen zu verschiedenen Themen schreiben, wobei die eher schwächeren Schüler eher schwächere Texte verfassen und die eher leistungsstärkeren Schülerinnen und Schüler stärkere Texte. Stattdessen könnte man auch hier diese Prinzipien der Lernzone nutzen, indem man schaut, welche Bereiche fallen den Kindern und Jugendlichen schwer und diese ganz bewusst trainiert. Beispielsweise, wie wecke ich in der Einleitung das Interesse meiner Leserinnen und Leser? Oder wie leite ich ein Argument ein? Oder aus welchen Bestandteilen setzt sich ein Fazit zusammen und welche Formulierungen eignen sich hier ganz besonders? Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass unsere Englischlehrerin im Leistungskurs sich sehr daran störte, dass wir immer wieder dieselben eintönigen Texte mit den immer gleichen langweiligen Bindewörtern schrieben. And then, meinte sie, das kann sie langsam nicht mehr lesen und hören. Also nutzte sie eine Unterrichtsstunde dafür, mit uns eine Liste von schönen, abwechslungsreichen Bindewörtern zu erstellen und uns die Möglichkeit zu geben, unsere alten Aufsätze anhand dieser Liste zu überarbeiten. Anstatt die Jugendlichen und die Kinder Diktate schreiben zu lassen oder ihnen in den Grammatikübungen die Rechtschreibfehler anzustreichen, könnte man von Zeit zu Zeit eine Fehleranalyse durchführen und beispielsweise schauen, auf welche Rechtschreibregel entfällt der größte Fehlerteil und dann sich Zeit nehmen, um in kurzen, regelmäßigen, systematischen Übungseinheiten zum Beispiel die Groß-Kleinschreibung mit den Kindern und Jugendlichen zu trainieren, auch wenn das im Moment nicht das aktuelle Unterrichtsthema ist. Dieses bewusste Üben, im Englischen auch als Deliberate Practice bezeichnet, gehört gemäß den neuesten Updates der HETI-Analyse zu den Top 20 Einflussfaktoren auf den Lernerfolg von Kindern und Jugendlichen. Ähnliches gilt für uns Erwachsene im Berufsleben. Die Forschung zeigt, dass sich die meisten Erwachsenen nach einigen Jahren im Arbeitsleben kaum noch verbessern. Wir führen nur noch aus, was wir gelernt haben und bleiben in dieser Leistungszone stecken. Damit wir uns noch weiterentwickeln können, müssten wir uns immer wieder ganz bewusst in die Lernzone hineinbegeben. Als Lehrkraft könnte ich mich zum Beispiel fragen, welche Teilfertigkeit würde, wenn ich sie besonders gut beherrsche, meinen Unterricht oder auch den Umgang mit meinen Lernenden am stärksten verbessern? Welche Situationen fallen mir im Moment schwer? Wo ist im Unterrichtsalltag im Moment Sand im Getriebe? Und was genau müsste ich mir aneignen, damit das reibungsloser läuft? Ausgehend von dieser Analyse könnte ich mir Literatur suchen, Weiterbildung absolvieren oder auch Supervision einholen. Und dann
ganz bewusst in das bewusste Üben hineingehen. Indem ich mir ein Ziel setze, Neues ausprobiere, meine Fortschritte messe und mir Feedback einhole. Apropos Feedback, wie wertvoll es für den Lernerfolg der Kinder und Jugendlichen ist, wenn man sich auch als Lehrkraft Feedback einholt, zeigt die Hattie-Analyse sehr eindrücklich. John Hattie fasst diesen Faktor folgendermaßen zusammen. Wenn Lehrer danach fragen oder zumindest offen sind für Feedback von den Schülern über das, was sie wissen, was sie verstehen, wo sie Fehler machen, wann sie etwas missverstehen, wann sie nicht interessiert sind, dann können Lehren und Lernen aufeinander abgestimmt werden und wirkungsvoll sein. Feedback an Lehrer hilft, Lernen sichtbar zu machen. Dieser Aspekt war für John Hattie so bedeutsam, dass er seine Untersuchung unter dem Titel Lernen sichtbar machen veröffentlichte. Ja, insbesondere wenn wir die Schülerinnen und Schüler in die Leistungszone hineinbringen, sei das bei mündlichen Abfragen, Referaten, Tests, beim Vorsingen, beim Vorturnen, dann verbringen wir ja oft sehr viel Zeit damit, Fehler anzustreichen und Bewertungsbögen auszufüllen. Diese Rückmeldungen wären wertvoll, wenn die Schülerinnen und Schüler sie wirklich dazu nutzen, um herauszufinden, wo muss ich nochmal zusätzlich üben, um meine Lücken zu schließen. In der Realität sieht es ja leider oft so aus, dass die Kinder und Jugendlichen diese Rückmeldung ausschließlich als Bewertung auffassen, sich die Note anschauen und den Test dann gleich wieder in der Schultasche verstauen. Aber nicht nur die Schülerinnen und Schüler könnten mehr aus Tests lernen. Auch für Lehrkräfte bieten sie eine wunderbare Möglichkeit, um den eigenen Unterricht zu reflektieren, sie also als Feedback auch an sich selbst zu begreifen. Wenn man beispielsweise merkt, dass ein Großteil der Klasse eine gewisse mathematische Operation nicht lösen konnte, die Photosynthese nicht verstanden hat oder auch im Französischen immer wieder den Passé Composé und den Infinitiv verwechselt, dann könnte ich diese Lücke der Lernenden auch als Feedback an mich begreifen und beispielsweise darüber nachdenken, an welcher Stelle brauchen die Lernenden vielleicht klarere Instruktionen, mehr Zeit zum Üben oder einen anderen Übungsaufbau oder auch rascheres Feedback, um sich zu verbessern. Auf diese Weise können wir sicherstellen, dass die Lernzone und die Leistungszone optimal ineinander greifen. Indem man durch bewusstes Üben fehlende Fertigkeiten aufbaut, diese in der Leistungszone anwendet, um dann wiederum die eigene Leistung zu reflektieren und Prioritäten für die nächsten Übungsdurchgänge zu setzen. Zum Abschluss möchte ich Sie gerne zu einer kurzen Reflexion einladen. Überlegen Sie für sich, wie sähe mein Unterricht aus, wenn er darauf ausgerichtet ist, dass nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch ich selbst möglichst viel dazu lernen können. Angenommen, ich betrachte mich selbst als Spitzentrainerin der Nationalmannschaft. Welche Schlüsse würde ich aus den Referaten, mündlichen Abfragen und Tests meiner Lernenden ziehen, um mein Trainingsprogramm zu verbessern? Möchten Sie keine neue Episode mehr verpassen, dann betätigen Sie doch jetzt den Abonnieren-Button.